Guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Panzerzerstörung. Wir sind heute mal ein bisschen in einem ja, ungewöhnlichen Fahrzeug unterwegs. Eins der, sag mal, würde sagen, schlechteren Artilleriefahrzeuge. Und ich will euch mal zeigen, man kann auch damit richtig geile Runden haben. Ich spiele hier mit noch zwei aus meinem Clan mit. Wir haben ja gerade ein Fünfer-Match, sind halt Top-Tier, richtig geil. Das Problem ist, am Anfang treffe ich ziemlich wenig. Aber am Ende wird noch ein Sensenmann draus. Also freut euch schon mal auf den ganzen Spaß, der jetzt kommt. Ich sag mal so, der Bishop, der wie gesagt, ist ein bisschen ein merkwürdiges Fahrzeug, weil ihr seht es schon, wenn ihr mal links unten drauf schaut. Ich habe gerade keine Maus, kann ich nicht gucken. Wenn ihr mal links unten drauf schaut, da seht ihr schon, er hat einen Winkel, also einen Drehwinkel des Geschützes von, keine Ahnung, 2 Grad oder sowas. Also im Prinzip nicht vorhanden. Und er hat auch, wenn ihr unten rechts seht, meine Reichweite ist der rote Kreis. Keine wahnsinnige Reichweite. Auf dem orangen Kreis ungefähr bin ich normalerweise sichtbar, wenn ich nicht getarnt bin. Und ich kann hier nicht mehr über die Map schießen. Und wir befinden uns auf Ensk. Also das ist keine der riesengroßen Maps. Und deswegen, hier ziehe ich noch ein. Und da fahren wir die Fahrzeuge weg. Was nicht so wahnsinnig toll ist. Ich kann euch jetzt schon mal so viel verraten. Der Trick ist einfach nicht mehr einzählen irgendwann. Hier habe ich schon mich nicht wahnsinnig eingezählt. Habe genau dahin getroffen, wo ich hin wollte. Das ist einfach bei dem Ding, ihr müsst einfach nicht einsehen. Der dreht auch so und schießt ziemlich genau in die Mitte. Das passt schon. Also alles komplett einzuziehen ist totaler Quatsch. Und der fährt mir irgendwie zu schnell. Und da habe ich geschossen und der bleibt neben mir stehen. Richtig kacke. Hätte ich ihn vorher schon geschossen, hätte ich ihn genau getroffen wahrscheinlich. Also sozusagen hätte ich schon nach Gefühl geschossen. Ihr seht es da rechts auf der Karte, dass meine Teammates auf der E-Linie auf dem Feld gerade decken, weil die haben beide Panzerjäger. Das ist eine ganz gute Position für die. Ich versuche ein bisschen die Dingens rauszunehmen. Da hat schon einer von meinen Freunden da ein T-67 rausgenommen. Aber ich sag mal so, wir sind ja auch ein ziemlich böses Platoon, wenn man sich mal so die Winraten und die WN8 anschaut im Vergleich zum ganzen anderen Quatsch. Gegenteil hat keiner eine Winrate von über keiner eine WN8 von über 1000 und bei uns hat hier 1500, 1600, 1200. Da bin ich noch das Schlechteste aus dem Dreieraktion. Also falls ihr noch einen deutschen Clan sucht, wir sind ein Fun-Clan, wir fahren jede Menge 6er Kompanien, üben uns gerade die 8er Kompanien ein und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch mal bei uns bewerben. Ich würde dann einfach mal die Homepage in die Beschreibung packen und dann könnt ihr mal dort vorbeischauen, wenn ihr Lust drauf habt. Wie gesagt, von denen habe ich jede Menge Sachen gelernt und dort stirbt er fast. Ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr, ich bin zu langsam. Also das ist das Problem, der andere Besonderheit nämlich von dem Bishop ist, es ist ein extrem hoher Winkel. Also das sind die ganzen Briten, die haben extrem hohe Winkel, was natürlich dazu führt, dass sie ziemlich gut hinter Häusern sowas schießen können, wenn man nur ein bisschen davon wegsteht. Aber, what? Hier hat es irgendwie eine Bewegungsbefehl nicht richtig aufgezeichnet. Da habe ich nicht dorthin geschossen eigentlich, wo es gerade ankam. Habe ich, glaube ich, gesagt, dass ich den rausnehmen will, wenn ich nachgeladen habe, weil ich das getan habe. Wenn ich den treffe sozusagen. Und da habe ich ihn getroffen. Bin zuerst mit meinen ersten 2 Schaden, aber bis dahin hatte ich dann gar nichts getroffen, weil sie geschossen hatte. Das Schöne an dem Bishop ist nämlich auch noch, er hat alle 10 Sekunden nachgeladen. Es ist nicht so schlimm, wenn da man daneben schießt, deswegen einziehen lohnt sich bei dem echt nicht. Es ist halt 10 Sekunden, ach, für eine Arti ist echt nicht viel. Da habe ich mir mal gerade mein Ziel weggenommen. Und auf den anderen kann ich nicht zielen, deswegen gehe ich mal darüber, wo ich halt hinziehen kann. Da ist ein schöner VK-3001H. Hat er mal geschossen. Und da ist er halt tot. Das sind meine 335 Schaden mit einem Treffer. Der hat richtig fett meinen Alpha-Schaden durchgehauen. Ich glaube, ich habe bloß knapp 400 Alpha-Schaden. Und der hat halt gar keine Panzerung irgendwie gehabt. So, und jetzt haben wir hier den nächsten Kandidaten. Nochmal 300 Schaden. Bäm. Ging halt hinten drauf. Na. Ganz so steil kann ich ja doch nicht schießen oder ganz so einen großen Bogen. Deswegen muss ich mir irgendwie muss man der M2 da aufdecken, damit ich dort was schießen kann. Da habe ich noch einen Chihe, das ist genauso ein schöner, ungepanzertes Etwas. Wieder weg. Das waren schon 3 Treffer hintereinander, die jeweils über 300 Schaden gemacht haben und einen getötet haben. Ne? Beziehungsweise der 4. Kill hintereinander. Ne? Das ist schon ganz lustig. Und dort kann ich sogar, ihr seht es gerade, in die Häuserschlucht kann ich reinschießen mit dem Bishop von der Seite. Irgendwo ist da noch einer. Und wenn ihr gerade mal links zählt, wir haben schon 9 Kills in unserem Zug. Da kommt Kill Nummer 10. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Inzwischen haben wir 11 Kills in unserem Zug. Und ich komme leider nicht mehr rechtzeitig hin, um meinen Krieger voll zu machen.
Aber das wird unser erster Entscheid oder mein zweiter entscheidender Beitrag, um ehrlich zu sein. Mit den anderen habe ich auch schon mal einen Film gefecht gemacht, habe ich leider nicht mit. Doch, die Replay habe ich noch irgendwo, aber ich habe es, glaube ich, nicht mit. Nicht so lustig, weil ich da. Mache ich nicht ganz so viele Kills und nicht ganz so viele. Hau ich nicht ganz so viele Gegner weg. So. Da ist der nächste Kill. Und damit haben wir unsere 12 Kills zusammen und unseren entscheidenden Beitrag. So einfach geht das. Und wie gesagt, die Briten-Arty, wenn ihr gegen die spielt, versteckt euch richtig sorgfältig. Die haben einen ultra hohen Winkel und können euch auch in dem kleinsten bisschen wegstehen vom Schutz noch weghauen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.